Hallo Leute, ich grüße euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander, no coffee, no workie. Ja, herrlich. Das ist halt meine Zeremonie am Morgen, no coffee, no workie, guten Kaffee. Wie ich meinen Kaffee mache, das habe ich schon mehrmals erklärt. Gut, ich glaube, die Bombe ist geplatzt. Aber vielleicht in eine Richtung, wie wir alle es nicht vermutet hätten. Welche Bombe ist geplatzt? Fremdenlegion in der Ukraine. Ganz einfach. Ich habe mich jetzt erkundigt bei aktiven Fremdenlegionären, die ich noch kenne. Es gibt tatsächlich noch aktive Fremdenlegionäre aus meiner Zeit, zu denen ich heute noch gute Beziehungen habe. Ich habe mich erkundigt bei den Anciens, bei einigen ehemaligen Fremdenlegionären, also bei Rentnern, die ihrerseits wieder immer noch Bezug oder ja, Connections und Links zur aktiven Truppe haben, zu den verschiedenen Regimentern. Und es steht klar, die Aussage am Ende dieser meiner Recherche ist, nein, die Fremdenlegion ist nicht aktiv mit konstituierten Einheiten in der Ukraine vertreten. Mit anderen Worten, es gibt aktuell keine Einheit der Fremdenlegion, die in der Ukraine gegen Russland kämpft. Nirgendwo.